Ein Thema, zwei Meinungen. Wenn man den Begriff Apartheid benutzt, macht man das absichtlich? Wenn die Situation so ist, dass zwei verschiedene Gruppen unter zwei verschiedenen Rechten leben, dann wie soll man das nennen? Ich will auch nicht, dass meine palästinensischen Nachbarn mich als Besatzer sehen. Der Moodring verändert sein Licht. Rot, wenn unsere Gäste einer Meinung sind. Blau, wenn sie sich nicht einigen können. Ich bin Tomer, Dotan Dreyfus. Ich komme aus Haifa im Norden Israel. Es gibt antisemitische Kritik von Israel und es gibt auch legitime Kritik. Und die Grenze soll da gezogen werden, wann wird Israel kritisiert, weil es ein jüdischer Staat ist und wann wird es kritisiert, weil es eine Besatzungsmacht ist. Hi, ich bin Anna, 26 Jahre alt, in Stuttgart im Schwabeländle geboren. Meine Eltern kommen aus der Ukraine, sind in den 90er Jahren als jüdische Kontingentflüchtlinge hergekommen. Israel-Kritik, was soll der Begriff, frage ich mich. Natürlich darf man die Entscheidungen der israelischen Regierung wie auch in jedem anderen Land kritisieren. Israel das Existenzrecht abzusprechen, ist aber Antisemitismus. Finden Sie noch zusammen? Oder wird die Stimmung eiskalt? Amnesty International bezeichnet Israel als Apartheidstaat. Dieser Begriff ist problematisch, weil er Antisemitismus schürt. Auf jeden Fall. Nee. Ich glaube, um gegen Antisemitismus kämpfen zu können, braucht man eine Definition oder Einordnung. Und da gibt es eine Definition, und zwar die der International Holocaust Remembrance Alliance. Das ist die Definition, die auch die Bundesregierung angenommen hat, die viele europäische Staaten angenommen haben. Die nennt auch im Übrigen Beispiele, wo man sich genau anschauen kann, welche Aussagen sind antisemitisch und warum. Und dazu gehört beim Israel-bezogenen Antisemitismus auch, dass man Israel nicht die Legitimation absprechen darf, nicht dämonisieren darf, beispielsweise zu sagen, Israel sei ein Unrechtsstaat, ein Apartheidstaat, und man soll keine doppelten Standards an Israel anlegen. Wenn ich die IRA-Definition betrachte, sieht das alles ziemlich vage aus. Dämonisieren, Israel als Apartheid zu bezeichnen, wenn die Situation so ist, ja, dass zwei verschiedene Gruppen unter zwei verschiedenen Rechten leben, dann wie soll man das nennen? Wenn man den Begriff Apartheid benutzt im Kontext mit Israel, macht man das absichtlich, um Israel zu dämonisieren. Das ist ein Begriff, der natürlich aufgrund der Geschichte auch in Südafrika total negativ belastet ist. Und man benutzt ihn mit Israel, um Israel als Unrechtsstaat darzustellen. Wenn man von dem Thema spricht, muss man entscheiden, ob die palästinensischen Gebiete zu Israel zählen oder nicht. Weil wenn sie schon ein Teil Israels sind, dann kann man das nicht ignorieren, dass dort zwei verschiedene Regeln für zwei verschiedene Gruppen gibt. Wenn ein Israeli in Palästina zu schnell fährt und wird dann von der Polizei gestoppt, dann kommt er vom Gericht, aber ein Palästinenser kommt vom Militärgericht. Das sind sogar zwei verschiedene Gerichtshöfe, die diese zwei verschiedene Gruppen beurteilen. In den besetzten Gebieten gilt Besatzungsrecht. Das ist eine andere Rechtsform als in Israel. Und alle Staatsbürger Israels haben gleiche Rechte. Das Besatzungsrecht gilt nicht für das Besatzungsgebiet. Es gilt für die Nichtjuden im Besatzungsgebiet. Da leben auch viele Juden, die nicht unter Besatzungsrecht leben. Das ist mit Ethnizität verbunden. Ein Jude in den palästinensischen Gebieten, da gilt ein israelisches Recht. Und ein Palästinenser, ein Nichtjude, gilt ein anderes Besatzungsrecht. In Israel, ja. Wobei an vielen Stellen ist es auch nicht der Fall. Also zum Beispiel die Polizei sehr oft geht nicht in palästinensischen Dörfer in Israel aus Entscheidung. Also so häufig hat es auch andere Hintergründe, und zwar beispielsweise, dass es auch schon Fälle gab, wo Polizisten angegriffen worden sind, wo sie selbst nicht sicher waren, weil sie eben in diese Region gegangen sind. Also ich finde, das kommt ganz stark von Fall zu Fall darauf an. Ich finde, pauschal kann man das gar nicht sagen. Soll die Polizei in einem Rechtsstaat nicht irgendwo hingehen, weil es für die Polizisten gefährlich ist? Nein, das ist nicht wahr. Aber wie gesagt, glaube ich, dass es von Fall zu Fall darauf ankommt, zu prüfen, was genau der Hintergrund ist, ob überhaupt
überhaupt nachweisbar ist, dass die Polizei extra nicht eingegriffen hat oder ob das andere Gründe hatte. Ja, es ist alles so Fall für Fall und so weiter. Aber in Deutschland ist es ja genauso. Ja, außer in Israel, das ist ein merkwürdiger Zufall, dass dieser Fall zu Fall immer so ist, wenn es um Palästinenser geht und so ist, wenn es um Juden geht. Fall zu Fall, ja, also, aber trotzdem, es ist schon ziemlich merkwürdig, finde ich. Deutsche Juden und Jüdinnen halten sich mit Kritik an der israelischen Politik zurück, aus Angst, Antisemitismus zu befeuern. Ich glaube, in vielen Fällen stimmt das. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass sehr oft es ist der Fall, dass Israel nicht zu kritisieren, dass die Situation so zu bezeichnen, als ob alle Jüdinnen und Juden neben Israel stehen und Israel unterstützen, das füttert die Antisemiten viel mehr, als Israel zu kritisieren. Dem würde ich widersprechen, weil die Erfahrung eine andere ist. Auch aus meinem Bekanntenkreis gibt es einige jüdische junge Menschen, die sagen, dass sie einfach, weil sie David-Stern-Kette tragen, blöde Kommentare bekommen oder auf Social Media Anfeindungen bekommen, obwohl sie sich nicht zu Israel äußern. Und ich finde, jeder Jude und jede Jüdin kann selbst entscheiden, ob man sich zu Israel äußert, ja oder nein, und wie man sich zu Israel äußert. Dass wir keine homogene Gruppe sind, auf jeden Fall, da stimme ich dir total zu. Und ich glaube, dass in der Mehrheitsgesellschaft immer noch nicht angekommen ist, dass wir zum Beispiel hier zwei Juden, drei Meinungen, dass wir divers sind, dass wir unterschiedliche Einstellungen zu der jüdischen Religion oder zu Israel haben. Aber ich glaube, dass man niemals sagen kann, dass Jüdinnen und Juden dafür verantwortlich sind, was Antisemiten denken und sagen oder benutzen. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt denken sollen, wie wir Antisemiten nicht so Munition geben. Mhm. Die finden was und deshalb müssen wir das einfach ignorieren und jeder soll jede Kritik ausüben und da stimme ich dir zu. Und deshalb will ich auch nicht, dass meine Kritik zum Schweigen gebracht wird, weil man Angst hat, was werden die Antisemiten sagen. Was die Antisemiten sagen, ist mir egal. Finde ich gut. Das finde ich so cool an Israelis, dass sie sagen, ich bin Jude, ich stehe dazu und meine Meinung ist in your face. Da können wir uns als Diaspora-Juden auch ein bisschen was abschauen. Ich würde mir sehr wünschen, dass Jüdinnen und Juden ein sichereres Gefühl haben, zu ihrer jüdischen Identität zu stehen. In der Berichterstattung werden Palästinenser oft dämonisiert. Ich würde dem widersprechen. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass sie im klaren Sinne dämonisiert sind, aber die sind einfach nicht eingeladen. Wie oft sind wir eingeladen, mit Politikerinnen und Politikern zu treffen und darüber zu sprechen im Fernsehen, im Radio? Und wie oft lädt man Palästinenser ein? Also es gibt auch sehr prominente Stimmen, auch Journalisten, die sich für die palästinensische Perspektive sehr stark machen und sehr laut sind, was auch legitim ist. Ich denke, dass es nicht richtig ist zu behaupten, dass Israel die Besatzungsmacht ist, die allein nicht zuständig ist oder verantwortlich ist für das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser. Das ist viel zu kurz gedacht. Es hat auch viel mit den Prozessen unter Palästinenserinnen und Palästinensern zu tun, und zwar mit den politischen Strukturen. Es hat mit terroristischen Gruppierungen zu tun. Es hat damit zu tun, dass sehr viele Gelder, um eine Infrastruktur aufzubauen, um Palästinenserinnen und Palästinenser vor Ort zu helfen, werden ausgegeben für Finanzierung von Hass und Terror. Für Terrortunnel, für Waffen, für Schulbildung, wo palästinensische Kinder erzogen werden, Jüdinnen und Juden zu hassen, wo die erzogen werden, auch Terrorismus zu legitimieren. Kein Kind der Welt hat es verdient, aufzuwachsen mit einem Hass und aufzuwachsen zu denken, dass es Feinde gibt, die man ermorden muss. Da stimme ich zu. Aber ich muss sagen, als jemand, der auch in Israel geboren ist und aufgewachsen ist, das ist nicht einseitig. Zum Beispiel in der Schule, wir hatten dann die Karte von Israel auf der Wand und da stand nicht die Grenze zwischen Israel und Palästina. Das steht, als ob es alles ein Land ist. Das ist nur ein kleines Beispiel. Die
Wahlquote für rechtsradikale Parteien in Israel nimmt stetig zu. Leute werden immer gewalttätiger. Es ist nicht der Fall, dass nur die Palästinenser erziehen ihre Kinder auf Hass gegen die anderen. Da hat kein Kind verdient, wirklich. Aber auch die Israelis nicht. Ich möchte aber gerne auch noch mal darauf zurückgehen, dass quasi viele Sicherheitsmaßnahmen, die in Israel getroffen werden, auch nicht im luftleeren Raum stehen oder dass die Mauer gebaut wurde, nicht einfach so aus Lust und Laune, sondern das ist zurückzuführen auf die erste, auf die zweite Intifada, wo sehr, sehr viele jüdische Israelis ermordet worden sind. Und übrigens ist es nachweislich auch bekannt, dass diese Schutzmaßnahmen, die die israelische Regierungen getroffen haben in der Vergangenheit, dass die Leben schützen. Und zwar Leben von Israelis, egal ob sie jüdisch sind, ob sie muslimisch sind, ob sie anderen Religionen und Ethnien anstimmen. Das sind alles israelische Staatsbürger und israelische Staatsbürger haben auch gleiche Rechte in dem Land. Und wie sollen die Palästinenserinnen und Palästinenser ihr Leben schützen? Das ist eine gute Frage. Und die Frage ist sozusagen, wer auch dafür verantwortlich ist. Es ist sicherlich auch die Verantwortung jener politischer Kräfte in den palästinensischen Gebieten, die das Leben von Palästinensern in erster Linie zu schützen versuchen sollten. Was sie aber de facto tun, ist, dass sie häufig leider ihr eigenes Volk als Kanonenfutter missbrauchen. Ich war Kanonenfutter, als ich 18 war. Ich wurde dann 18, ja, ein Kind. Ich wurde mit Uniform in palästinensischen Gebieten geschickt worden, wo ich wohl mein Leben auch verlieren könnte. Leider sterben ganz viele Jüdinnen und Juden wegen Aktivitäten der israelischen Armee, weil es auch viele Palästinenserinnen und Palästinenser davon sterben. Das ist eine Kettenreaktion. Ja? Und wenn man Jüdinnen und Juden wirklich beschützen will, man muss auch fragen, wie können wir eine Situation schaffen, wo Jüdinnen und Juden in Israel wirklich sicher sind? Und die Situation gerade, die Situation in den letzten 50 Jahren ist, dass sie stetig sterben. Ich habe einen Text geschrieben in der Berliner Zeitung, warum würde ich meinen israelischen Pass abgeben? Das habe ich mittlerweile nicht gemacht, aber ich habe schon Gründe, warum ich das machen würde. Ich fühle mich nicht, als ob ich mit den Werten dieses Staats identifiziert bin. Mindestens nicht, wie es gerade ist und wie es war in den letzten Jahrzehnten. Ich will auch nicht, dass meine palästinensischen Nachbarn mich als Besatzer sehen. Ja, also das ist deine individuelle Entscheidung, aber ich muss sagen, das beeindruckt mich jetzt nicht, weil es gibt sehr viele Jüdinnen und Juden, die so dankbar sind, dass es Israel gibt, die aus einer Gesellschaft fliehen, in der sie Antisemitismus täglich erleben, die nach Israel einreisen und sagen, ich brauche ein sicheres Land, in dem ich leben kann. Sind sie dort sicher? Und ja, also aus meiner Sicht sicherer vielleicht an mancher Stelle als in Frankreich oder sonst wo. Naja. Und lass mich kurz aussprechen, also das ist sozusagen Ausreise von Jüdinnen und Juden aus Israel gibt und genauso auch Einreise nach Israel gibt. Das ist eine Entwicklung, die ist völlig normal und jeder Mensch trifft seine Entscheidung, ob sie sich in Israel sicherer fühlen als anderswo. Und wenn du sagst, dass du für dich damit gebrochen hast, dann ist das dein völlig legitimer Grund, deine Ansicht. Aber das kann ich auch gar nicht bewerten, weil das dein Leben ist. Und jetzt zum Schluss. Sind sich unsere Gäste näher gekommen? Ich fühle mich schon ziemlich gut nach diesem Gespräch. Nicht, weil es so angenehm war, das war es nicht. Aber ich glaube, dass diese unangenehmen Gespräche müssen leider stattfinden. Ich fand es auch wichtig, weil ich glaube, dass wir noch mal deutlicher machen müssen, dass es unterschiedliche Perspektiven auch innerhalb der jüdischen Community gibt, dass es unterschiedliche Erfahrungen gibt, ob man als Jude oder Jüdin in Deutschland aufwächst oder ob man als Jude oder Jüdin in Israel aufwächst. Ich glaube, dass das jüdisches Leben ist uns beide sehr, sehr wichtig. Und das war schon ein guter Grund für diese Diskussion. Also ich würde zum Beispiel in diese Diskussion nicht mit einer AfD-Mitgliederin sprechen, nicht jüdische AfD-Mitgliederin. Ich würde dann ihre Motiven für diesen Gespräch oder ihre Motiven
für diesen Meinungen nicht vertrauen. Und Anna vertraue ich doch. Ich bin überzeugt, dass sowohl Tomer als auch mir Israel am Herzen liegt und dass wir auf jeden Fall eine Beziehung zu dem Land haben und vielleicht einen unterschiedlichen Ansatz, aber dass wir auch beide daran interessiert sind, das Land oder zu sehen, wie das Land sich in eine gute Richtung entwickelt. Ich würde auch mit ihm Schabbat feiern und weitersprechen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir auch viele Gesprächsthemen finden, die jetzt nicht mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt oder Antisemitismus zu tun hat. Auch glaube ich, dass es was sehr Jüdisches ist, miteinander zu diskutieren. Das ist quasi Kernbestandteil der jüdischen Tradition, die Debatte. Und das macht mir auch Spaß.